Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Nero. Wir sind an dieser Brücke stehen geblieben. Und werden diese nun überqueren. Wie gesehen, auf dem Baum war ja auch das Symbol von der Sylvia drauf. Ich dachte, da scheint jetzt der Mond schön rein. Sylvia gibt immer noch nicht auf. Die Behandlung braucht nur etwas mehr Zeit. Aber es geht ihm immer schlechter, direkt vor unseren Augen. Sylvia will und kann einfach nicht aufgeben. Da haben wir ein riesiges Tor. Oh, oh, oh. Wow, und die Bilder da. Skelette. Mit Engelsflügeln, sehe ich das richtig? Haben wir hier noch irgendwie ein Bild? Mann, ich krieg bestimmt wieder nicht alle Bilder zusammen. Da hinten haben wir noch ein Bild. Dies hole ich mir. Zeig mal, was haben wir denn da? Ah, da fehlen noch ein paar Teile. Und da liest jemand. Ah, wälzt wahrscheinlich in Büchern nach, was wir gelesen haben. Sie dann alles Mögliche versucht hat, überall nachgeschlagen hat, irgendeine Lösung gesucht hat. Ist voll traurig, das Spiel. Es hat voll schön angefangen. Ich wusste nicht, dass es so traurig wird. Der obere Pfad führte weit weg von der Schönheit des Waldes. Tote Bäume und etwas Gras waren die einzigen Bewohner dieser Gegend. Ist das der Fährmann? Haben wir einen Obolus dabei? Oh, oh, oh. Schauen wir uns die mal an. Ich hoffe, die sind uns jetzt nicht feindlich gesonnen. Was machen die denn da? Wow. Hallo. Bisschen gruselig. Können wir die wegbomben? Naja. Die sind tot, das interessiert die nicht sonderlich. Hallo. Na du? Können wir dem unterm Rock gucken? Hihihi. Spanner. Aber die tun uns anscheinend nichts. Okay, dann werden wir mal unsere Kugeln da reinschießen. Oh, viel höher. Und die zweite. Thank you.
Und da hauen sie alle ab. Wo gehen sie denn jetzt hin? Sollen wir den jetzt hinterher? Da ist irgendwas Großes. Eine alte Zivilisation hatte einst riesige Steinbögen errichtet. Vielleicht um armen Leuten Angst zu machen. Oder vielleicht um vor etwas zu warnen, was noch furchteinflößender war als die Umgebung. Oh, das hört sich nicht mehr so schön an. Ah, ich will wieder in den Wald darüber. Zu meinen Schmetterlingen und Vögeln. Und riesen Marienchenkäfer. Da. So nah und doch so fern. Wie so oft. Und hier ist die riesige Schlucht. Da, Vögel! Und deinen Namen kennen wir immer noch nicht. Das sind Pilze, oder? Was sind das da hinten? Oder ist das eine Qualle? Das hat ja anscheinend auch viel mit Quallen auf sich. Der David mochte Quallen ja sehr gerne, anscheinend. Auch ein bisschen komisch, aber okay. Also nicht komisch, sondern nur selten. Also ich habe noch nie, wenn ich mit einem Kind oder mit jemandem geredet habe, so, ja, wie ist denn dein Lieblingstier? Qualle. Also, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist euer Lieblingstier ja eine Qualle. Ich weiß es nicht. Ich finde die glitschig. Aber jetzt auch nicht schlimm. Die bestehen ja auch zu 90% aus Wasser, oder? War das nicht so? Oder zu 99% sogar? Auf jeden Fall sehr viel Wasser. Ah. Mama, es tut alles weh. Das geht vorbei, mein Schatz. Alles wird gut. Schlaf wieder ein. Oh, da oben geht's lang. Hier kommen wir nicht weiter. Ich guck trotzdem mal eben. Ich höre schon wieder irgendwas plätschern. Machen so eine Steinbögen denn Angst? Ich meine, die Bilder sind jetzt vielleicht nicht wirklich ansprechend mit diesen Skeletten. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist recht dunkel. Aber ansonsten sind das doch eigentlich beeindruckende Bauwerke. So, da hat man doch keine Angst vor, oder? Okay, vielleicht die gesamte Umgebung hier, so das Ambiente an sich. Trägt vielleicht ein bisschen dazu bei. Ah, okay, ich sehe schon Kreuzer. Ein großer Friedhof bedeckte die Gegend mit einem riesigen Mausoleum in der Mitte. Ein Mausoleum haben wir da, kein Pilz. Aber vom Weiten hätte man auch einen Pilz denken können. Können wir hier lang? Ne, da ist ein Zaun. Das ist ein Zaun. Boah, guck mal, am Anfang, ne? Wo wir auf der Insel angekommen sind. Und jetzt, so. Was für ein Wandel auf einmal. Jetzt sind wir hier auf einem riesigen Friedhof. Wow. Guck mal, der ist ja wirklich groß. Liegen hier alle begraben, oder was? Es leuchtet so. Lass dich lesen. Die Statue einer Göttin befand sich unter dem offenen Mausoleum. Es wird berichtet, dass sich die Spukgestalten dort in der Nacht versammeln. Ah.
Es waren wohl die, die wir gesehen hatten, ne? Diese fünf Geister. Da gehen wir gleich mal gucken. Aber vorher gucken wir hier uns mal um. Wie gesagt, Bilder. Neugier. Und einfach, weil wir es können. Okay, aber hier können wir es anscheinend nicht mehr. Und ein Bild sehe ich jetzt hier auch nicht. Doch, da haben wir eins. Hat sich gelohnt. Ja, die Sylvia hier vorne, ne? Verzweifelt. Und hinten der Mann, der Vater, der auch sie umsorgen musste. So, aber die Spukgestalten werden uns doch nichts tun, oder? Mama, wohin gehen wir? Ins Krankenhaus, mein Schatz. Nur zur Sicherheit. Es ist ernster geworden wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Ach Mensch, ey. Der arme David. So seltsam das klingt und aussieht, das Mausoleum war der einzige helle, lebendige Teil des Friedhofs. Da sind die Spukgestalten. Aber zuerst... gucken wir hier mal. Kommen wir hier durch? Nee, ne? Nee. Hier haben wir auch kein Bild. Es hat gar nicht mehr so schön gewabert, als wir da durchgelaufen sind, ne? Ah, doch. Voll toll! Wow. Schon ein fettes Teil. Rechts und links von uns die Gräber überall. Da haben wir die Spukgestalten. Was machen sie denn da? Er bimmelt immer noch. Verkauft seine Eier. Ich weiß es nicht. Hey Leute. Oh, es sind mehr geworden, oder? Oder waren es vorher auch sechs? Vielleicht waren es vorher auch sechs. Macht ihr denn hier? As they got his definite diagnosis, eyes filled with tears, speaking the words that neither the mouth could say nor the heart could bear. It wasn't long after that the once beautiful hypocrite ceased to be. Warum schuldig? Er ist gemeint mit schuldig. Warum? Das verstehe ich nicht. Oder gibt er sich die Schuld? Er ist doch nicht schuld daran, oder? Oh Leute, ich verstehe das nicht. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Und die Heuchlerin existierte nicht mehr. Heißt das, sie ist gestorben oder hat sich umgebracht? Oh Mann. Ich hoffe, das erfahren wir alles noch. Und warum soll er denn schuldig sein? Das verstehe ich echt nicht.
Na gut, ihr Lieben. So leid es mir auch tut, aber warum er schuldig ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge von Nero. Ich danke euch und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.